Simon! Schön, dass ihr am Start seid. Aus Aachen zu einer wunderbaren Foodtour. Unter anderem Emre dabei, The Tourist. Geiles Halfter übrigens. Und auch Jasko dabei. Wir sind schon am Ende der Foodtour. Jasko kennt ihr aus dem Sarajevo-Video. Der hat uns geile Spots gezeigt. Wieder köstlich, die. Absolut köstlich. Aachen. Wir haben geile Sachen, die kommen. Döner Drive-In. Wir haben Marokkaner. Wir haben Iraker. Pizza, wo Jasko sagt, die beste Deutschlands. Er hat sich sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Ob es die ist, das werden wir sehen. Viel Spaß im Video. Emre, du siehst so aus, als wärst du aus dem Wilden Westen. Und deine Waffen ja, hast du links, rechts. Ich suche mein Pferd. Ey. Wir starten, Jasko, mit irakisch, genau. Ja, irakisch, arabisch, ja. Kurdisch, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, es ist ein irakisches Restaurant, offiziell. Okay. Für mich aber so das Beste, wenn es um Grillteller Fleisch geht. In Aachen das Beste, würdest du sagen? Ja, auf jeden Fall. Aha. Das gefällt mir, weil hier einfach das Fleisch sehr, sehr luftig und einfach juicy ist, nicht so zäh. Das beherrschen die einfach gut und die Beilagen, Wahnsinn. Aber ich will gar nicht zu viel erzählen. Oh, und die küssen, die Tauben küssen sich. Guck mal jetzt. Ui, da gibt's gleich noch da oben. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist aufgeteilt. Ne? Ich glaube, hier vorne ist Italiener und hier geht's dann weiter. Oh, Jasko, da ist ein Italiener vorne mit drin. Ich ja. Das übertrieben. Das war echt? Früher die erste 3,50 Euro Pizza in Aachen. So wie als Jugendliche, ey, ohne Geld. In der ja. Alle hier hin. Immer gefährlich. Ich weiß nicht, ob das wirklich so gut ist. Kannst du haben. Man hat immer erst Angst und man sieht irakisch und dann haben die noch Pizza. Am besten noch Döner. Ja, dann noch ein bisschen Sushi. Okay, liebe Aachener, wenn das jetzt hier knallt, dann müssen wir den Laden füllen hier. Ich bin gespannt. Gucken wir mal in die Karte rein. Da kommt unser Vorplatte. Schönes Brot habt ihr. Oh, hört mal, wie das knackt. Oh. Mhm. Geiles Brot. Machen die hier selber? Das Brot ist schuld dafür, dass ich die letzten Jahre zugenommen habe. Ja? Das ist so gut. Du isst, du denkst, alles ist noch dünn, das ist gar nicht so viel. Aber das ist doch immer ganz, ganz viel. Von. Machen die das selber? Die machen es selber, ja. Immer frisch. Richtig, den Kichererbsen daraus, ja. Einzelne Gewürze, einzelne Zutaten, das Olivenöl, gibt so einen Kick rein. Denkst du, das kann man hier sehen, wie die das machen? Ich guck mal einmal. Das Brot ist echt krass. Oh, Traum, in dem Ofen macht ihr das? Guck mal, so wird das gemacht. Ah, das kennen wir schon. Das knallst du da ran, ne? Hier wird das dann frisch gemacht. Sehr geil. Wirklich Traum, das Brot. Ich sag dir so, eins der besten Brote, was ich hier gegessen habe. Das ist ja speziell. Lass mir raten, von deiner Mutter Rezept. Meiner? Das ist von deiner Mutter. Guck mal, ihr Aachener, was für Einblicke ich euch liefere. Oder Jasko auch, ne? Hey, ich bin seit Jahren hier, ich durfte dich einmal nach hinten. Und eine Pizza kriegen wir auch jetzt, ne? Hähnchen, Mais, Jalapeno, Doppelkäse bei der Pizza. Was sagst du? Hört sich geil an. Ja? Ob die meinem Test besteht, oh wow. Da kommt jetzt unser Spieß gleich daher. Man kann nicht aufhören, das Brot zu essen. Emre hat sich sogar Brot direkt geholt. Du kannst ja auch Brot kaufen. Ja. So für zu Hause. Richtig weich. Tandoori-Ofen. Ja. Der hat sogar, wenn du so eine leicht dunkle Stelle hast. Man spürt die Wand. Rustikale, wo der, ja. Man, dieses Rustikale, wo das an die Wand knallt, schmeckt man sogar. Guck mal, einfach so mal vom Feeling hier der Laden, Leute. Wir können echt, keine Ahnung, im Ausland irgendwo sein, der Spot, ne? Ich rieche die Bäume schon hier, ich rieche den Baum. Sehr sympathischer Laden. Hier nochmal kleiner Tresen, Chillomillo. Ich bin gespannt auf den ersten Laden, den du mir zeigst. Ich wirklich sag, der war nichts. Mit Ansage, 500 Euro an meine Community, wenn das also, passiert. Guck mal, wenn du den ersten findest, wo der nicht gut ist, dann sagst du es offen. Ja. Gibt es wirklich 500 Euro für die Community von mir? Ja. Du hast irgendwie, du kaufst das ein und verlost es. Für ein Battle, wo ich immer Geld verlose. 500 Euro? Okay, von dir auch? Ich bin auch dabei. Uwe bin auch dabei. Uwe ist auch dabei. Gucken wir mal einmal in den Salat rein. Schön, glaube ich, Sumak oben drauf. Na, guck mal hier. Sumak. Ach, Pizza auch noch. Guter Salat, schöne Süße, Säure, Essig-Öl-Basis. Eigentlich Gurken. Mhm. Schmeckt auch sehr besonders. Ich merke den Rauch, weil hinten ist ja auch Holzkohle. Der fällt auseinander, wenn du hier rauf gehst. Oh, der zerfällt. Der zerfällt. Unglaublich. So eine Weichheit im Spieß habe ich noch nie gehabt.
Also ist von der Konsistenz so, als wären da ganz viele kleine Reiskörner, die alle auseinanderfallen, sobald du es berührst im Mund und, sag ich mal, mit den Zähnen zermalst. Ganz einzigartig. Auch nicht dieses klassische Adana, was man kennt, ne? Gar nicht. Sehr weich, schöner Fettgehalt, stark. Ja? Sehr gut. Mhm. Geile Kruste auch. Embo, zieh dir mal rein. Der Gastronom aus der Runde. Wurde wahrscheinlich nur einmal durch den Fleischwurf gedreht. Ja. Das ist authentisch. Ja. Das ist Hammer. Ich werde dafür extra sogar herfahren. Ja. Du musst mal ein Stück einrollen im Brot mit Salat. Genau, das musst du auch. Ja, das wird auch gut sein. Das muss man einmal machen, das stimmt schon. So muss das. Wird das einfach zusammengeklappt hier. Das ist so knackig. Egal wie viel ich jetzt drin hatte in diesem Biss, was durchdringend war und was du durchdringend gemerkt hast, ist diese Kruste. Die hat das Ganze, den ganzen Raum eingenommen und einfach das Ganze nochmal herzhaft und deftig gemacht. Jetzt nochmal ein schneller Happen von der Pizza. Die Pizza verneigt sich, ne? Die verneigt sich. Das ist immer wichtig. Guck mal, der Boden, auch on point. Also Pizza im Großen und Ganzen wirklich vernünftig, aber jetzt keine Wucht. Ist eine vernünftige Pizza, aber jetzt nichts, wo ich sagen würde, rennt hier und hol die Pizza. Aber das Ding ist der Hammer. Ab geht's zum nächsten Spot. Marokkanisch jetzt, oder? Marokkanisch, ja. Mhm. Starker Laden, Chef. Ja. Wirklich, starker Laden. Ja. Also gerade dein Adana-Spieß, der heißt zwar bei euch anders, aber wirklich. Das Brot auch, Wucht. Wirklich stark. Wir haben lange keine Pizza mehr getestet. Wenn ihr es wieder öfter sehen wollt, lasst einen Daumen oben knallen. Aber die Videos kamen nicht so gut an mehr. Deshalb dachte ich, okay, wenn er es nicht feiert, lasse ich es. Aber du sagst, du hast die beste neapolitanische Pizza deiner Meinung nach Deutschlands. Na, Jasko hier? Ja. Das ist die beste. Dann lass uns die auch mal. Dann machen wir noch Marokkaner für die marokkanischen Brüder. Jawohl. Und dann machen wir noch mal die Pizza. Genau. Oh, das wird geil. Bin ich gespannt. Kann ich sehr gut beurteilen. Ich habe beim Pizza-Weltmeister jetzt, bei Nummer 2, beim Teig-Weltmeister und. Noch geil. Dann lass ich dich durch und dann nicht mal bedanken. Nee, das wollen wir nicht. Die haben dir sogar Mittelfinger gezeigt. Nee, das doch! Nein, da bin ich rausgegangen. Das würde ich wissen. Wärst du echt rausgegangen? Natürlich nicht. Nee. Wir wollen jetzt wollte dich wieder aus der Reserve locken. Musst du rauslöschen, Olli. Nein, kannst du das. Aber okay. Natürlich, Gewalt ist nie eine Lösung. Nein. Hass ist eine Strafe, die man sich selbst auferlegt für den Fehler eines anderen. So, wir sind gleich da. Also ich blende nochmal mein Pizza-Ranking jetzt ein. Lange nicht mehr dran bedient. Boah, da sind Knaller aus ganz Deutschland bei. Beste Pizza Deutschlands auf Pizza-Wettbewerb in Italien. 7-fach ausgezeichnet, jeder Disziplin gewonnen und. Also ich habe da wirklich Kracher. Wenn die jetzt reinballert, würde mich schon sehr wundern. Wir gucken. Harte Ansage von Jasko. Oh, hi, mein Lieber, grüß dich. Ich gebe dir mal Faust. Ne? Ja, schön, dass wir hier sein dürfen. Also, Jasko sagte noch mal eine ganz hohe Hydration. Desto höher die Hydration ist, desto schwerer ist es ja, die Pizza überhaupt zu handeln. Nichtsdestotrotz ist sie dadurch natürlich viel softer, viel weicher. Geile Pesto-Soße. Guckt euch das an. Was würdest du mir empfehlen für eine Pizza? Was soll ich nehmen? Also ich bin immer der Klassiker, ja? Ich würde eine Pizza Margherita essen. Würde ich auch machen, zum weil das ist der Gratmesser. Das ist wie beim Griechen das Gyros, genau. Und beim Türken der Döner. Genau das gleiche. Geile Haare übrigens. Danke. Feier ich. Ich habe auch gute Haare. Sehr schön. Oha, da wird das schön geformt. 72 Stunden ist der Teig in der Reife, ne? 72 Stunden. Wir haben einen schönen Ofen hier auch nochmal. Der beste Arbeiter im Laden, der Ofen hier wahrscheinlich, ne? Mein bester Freund. Ja, glaube ich. Wie lange kommt ihr in den Ofen, mein Lieber? Minute. Minute nur, ne? Brutal. Guckt euch noch mal an hier. Das hier, das muss bei jeder guten neapolitanischen Pizza sein. Das ist einfach dieser Tiefgang, den die Pizza zum Schluss liefert. Boah. Die Pizza verneigt sich, sehr schön. Das Wichtigste bei einer neapolitanischen Pizza, der Rand muss so gut sein, dass du ihn am liebsten nur bestellen würdest. Ohne Belag, ohne alles. So gut muss er sein. Ich
Also du merkst wirklich gerade aus meinem Rand, du hast den Knusper draußen, so eine ganz weiche Schicht, ganz dünn, so wie Esspapier. Beißt das durch vom Sound, vom Biss, dieses Schwarze, was ich halt gesagt habe. Dieses Feurige, dieses Rauchige, Tiefgang, Röstung. Guter Käse, gute Tomatensauce. Wenn ich die bewerten würde, würde ich eine 8,7 von 10 Punkten würde ich hier geben. Im Vergleich zu den besten Pizzen in ganz Deutschland. Also die Weltmeister waren jetzt noch ein bisschen stärker, ganz leicht. Die hat noch ein bisschen mehr, ich sag mal, da war der Teig wirklich unnatürlich, sodass du dachtest, ich habe gerade geträumt, als ich den Biss gemacht habe. Aber jenseits davon ist das eine Pizza, die mit jeder anderen in Deutschland mithalten kann. Vielleicht die Pizza-Weltmeister ein bisschen stärker so, ne? Aber das, sonst mit das Beste, was ich hier gegessen habe. Super, deutschlandweit 8,7, gute Benotung, oder? Kann man mit leben. Dann geht jetzt zum Marokkaner. Also jetzt geht's zum Marokkaner. Was essen wir da jetzt nochmal? Tagine, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja, ich glaube schon. Aus dem Lehmtopf mit ganz viel Olivenöl, Zitrone, Oliven, ich glaube auch ein paar Rosinen drin. Ja. Dann wird das Fleisch da richtig drin geschmort in ganz, ganz krasser Hitze. Ich habe ja Marokko Futur gemacht vor kurzem und da habe ich haargenau das gleiche Gericht gegessen. Ich habe einen guten Vergleich. Was mich da sehr geflasht hat, Jasko, war gerade das mit Zitrone. Die haben da ganze Zitronenscheiben raufgelegt und das war, was Chicken angeht, das Zärteste, was ich je im Leben hatte. Hammer, ne? Das war, wie ich eben bei der Pizza gesagt habe, so ein Biss, der war unreal, weil er so weich war, so lecker. Da ist er. Ich gebe noch einen Fuffi drauf. Für 1 Million, Jasko? Ja. Für 1 Million? Oh, das geht trotzdem nicht. Oh, das wäre aber hart, naja. Werden wir hier mal direkt das Fleisch einmal probieren? Oh, das zerfällt. Hat man das gesehen einmal? Ist das die Zitrone? Ja. Guck mal hier, Emre. Das ist die Zitrone. Ich weiß nicht, ob die dafür sorgt, dass es so zart wird, aber es ist einfach unglaublich zart. Es ist im Vergleich zu Marokko, ist es erwartungsgemäß nicht ganz so stark, ne? Aber es ist nichtsdestotrotz vernünftig. Marokko war schon deutlich stärker, sagen wir mal so, ne? Ja. Aber was mich überrascht, ist wirklich, wie zart das Hähnchen ist. Und das ist wirklich sehr, 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 sehr zart, was ich gar nicht gedacht hätte. Okay. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es hier so hinkriegen. Kurzer Einblick hier. Wir werden zum letzten Spot, werden zum Döner-Drive gehen. Ja. Und dann werden wir nochmal eine kleine Verabschiedung machen. Aber erstmal hier nochmal reinsnacken und dann gleich sehen wir uns beim Döner. Letzte Station, ich bin platt. Wir sind in Alsdorf, Kreis Aachen, sind wir jetzt bei Don Kebab und wir werden jetzt hier, ich glaube, einer von zwei Döner Drive werden wir testen. Drive Döner, Mac Drive Döner, ich weiß nicht, da werden wir reinfahren, mal abchecken, einfach so das Feeling, natürlich auch wie der Döner schmeckt. Den werden wir uns jetzt hier mal köstlicherweise gönnen. Viel Spaß beim Döner Drive. Also wir sind jetzt direkt hier, sind wir beim Drive. Also ich bin jetzt hier extra mal umgedreht, wir haben einmal Fehler gemacht. Ich versuche mich jetzt richtig rein zu flashen in das Feeling, wie ist das, wenn ich in einem, ich nenne es jetzt einfach McDrive, drauf geschissen reinfahre und einen Döner snacke. Versucht euch selber auch mal rein zu flashen. Wir driven jetzt rein. Da oben, guckt, da steht sogar Don Kebab, ne? Naja, Drive-In, da steht auch, siehst du? Hätten wir hier schon irgendwo bestellen müssen, Emre? Nee, hier gucken wir jetzt erstmal drauf. Genau, guck mal, Emre. Da können wir uns jetzt entscheiden, was wir nehmen wollen. Gucken schon mal. Wir nehmen Döner mit Hähnchen heute mal. Komm, den zähle mal ein Stück mehr. Das ist doch das Wichtigste. Emre ist Meister der Sprichwörter. Wir sind hierher gefahren 5 Stunden. Ich habe ungefähr 50 Sprichwörter habe ich neu kennengelernt. Aber ich liebe Sprichwörter. Ein Sprichwort ist, was er mir sehr ans Herz gelegt hat, wenn der Regen naht, fängt die Eichel an zu kribbeln. Um das genau zu verstehen, denkt genau drüber nach. Ihr müsst wirklich genau drüber nachdenken, dann versteht ihr erst diesen Tiefsinn davon. Hi, mein Lieber. Oh mein Gott, ich bin gar nicht vorbereitet. Rein zufällig sind wir hier, Mo. Ich war schon mal da, da warst du nicht da, habe ich Faxen an deinem Spieß gemacht. Da war so ein Schlitz drin. Ich habe schon davon gehört, aber korrekt. Oder Werbung, ist mir egal. Hey, ich wollte deinen besten Döner mit dem besten Chicken. Und ich will gucken, ob die Quali leidet und so, weißt du? Ich mach direkt.
Soße darf ich mir aussuchen? Kannst du aussuchen, kannst nach Empfehlung des Hauses. Und ich sag dir, und das sage ich auch zu euch, das werde ich ehrlich in die Bewertung einfügen, ich bin satt des Todes. Aber egal, komm, bring mir raus, dann komme ich nochmal rein danach. Lass den Schlitz da, wo er ist. Okay. Guck mal hier, die Palmen und so, das ist hier richtig. Urlaubsfeeling ist das. Großmeister, hab Erbarmen. Habe ich. Eigentlich so auch, ne, kann ich jetzt auch theoretisch kurz reinkommen zu dir, weil so würde ich ihn jetzt eh sonst im Auto genießen, ne? Weil dann brauche ich nicht mein Auto voll stinkern. Ich entferne mich, damit du auch objektiv... Okay, machen wir so. Ich sag, die gibt dir gleich Feedback. Riecht gut, knackiges Fleisch, knusprig. Oliven drin, krass. Hey, komm, das erste Mal, dass ich mit Oliven esse, aber es ist direkt geil, sag ich euch wirklich. Sehr geiles Feeling. So ein bisschen aufgebrochen, jetzt frage ich ihn gleich, warum. Aber wir müssen eins bedenken, Leute, was ich wirklich gut finde. Du hast den kranken Vorteil mit dem McDrive, ne? Du musst nicht mehr aussteigen, du musst gar nichts, du kommst hier rein. Das längste, was du hier wartest wohl, ist 5 Minuten. Und dafür musst du nicht aus dem Auto aussteigen. Oliven Feeling geil. Wir Döner zu bewerten, sage ich euch ehrlich, geht nicht mehr, weil ich zu viel gegessen habe. Macht absolut keinen Sinn. Das Feeling ist geil. Tendenz zu, vielleicht sogar ein bisschen zu viel Power. Aber ich kann da gar nicht mehr 100% was zu sagen. Wir gehen mal erstmal zu Übo rein. Wir gehen mal erstmal zu Mo rein. Ich habe falschen Namen gesagt. Mein Mo. Hab gesagt, das mit den Oliven ist Game Changer. Das mit McDrive ist heftig, einfach weil du schnell deinen Döner kriegst. Wie lange braucht man im Schnitt, um Döner zu kriegen hier? Eine Minute. Eine Minute? Ja. Oh, krank. Maximal 5 Minuten oder so, meine Sofort zu mir, ne? Maximal, wenn die Schlange länger ist. Du hattest gerade auch einen sehr langsamen Kunden vor dir, hast du gemerkt? Ja, habe ich gemerkt. Ja. Habe ich gemerkt. Hab gesagt, ich habe einfach zu viel gegessen, also kann ich den Döner gar nicht bewerten. Das mit den Oliven fand ich Game Changer. Brot ist halt ein bisschen gebrochen, ne? Ich denke, das wird jetzt auch nicht jedes Mal sein. Ich weiß ja, dass du es sehr knusprig magst. Also, das hast du noch knuspriger gemacht. Ja. Okay, er kennt mich nämlich von YouTube. Ja, natürlich kenne ich dich. Ich gucke mir jeden Tag die Videos an und dann steht er vor mir. Dankeschön. Nee, aber geil, intensiv. Weiß nicht, wenn ich jetzt mehr Hunger hätte, habe ich gesagt, das einzige vielleicht sogar zu viel Wumms, ne? Aber kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich einfach zu viel gegessen habe. Ne? Aber erster Eindruck, sehr geil. Mit den Oliven auch wunderbar. Tobi. Boah, das habe ich hinter mir. Das war eigentlich der Angstmoment meines Lebens, wenn Holle vorbeikommt. Aber ich habe es hinter mir. Und du bist nicht traurig darüber, dass du den Döner probiert hast. Nein. Einmal kurz einen Schitz, Leute. Das muss ich einmal noch kurz. Das ging nicht anders. Ich hoffe, ich belästige die Kunden nicht zu sehr hier mit meinem Fall. Ich kenne den Videos auch. Also kennst du auch? Okay, gut. Was hast du zu dem Schlitz? Ja. Alter, jetzt mal ehrlich, Leute, das ist doch nicht normal hier. Jasko, von dir auch nochmal danke fürs Dabeisein. Food Tour vorbei. Ja, wenn ihr noch mehr mit Jasko sehen wollt, haut rein in die Kommentare, Daumen oben da lassen. Kuss, Jasko, danke Emre auch für dich fürs Dabeisein. Sehr gerne. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, freut dass ich dabei sein durfte. Ja, sehr gerne von mir, natürlich. Danke. Dann sage ich bis zum nächsten Mal, Leute. Lasst einen Daumen oben da, gerne einen Kommentar, irgendwas, wo als nächstes Food Tour. Geile Empfehlung, was auch immer. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal.